Liebe Zuschauer, hallo, herzlich willkommen bei Steinzeit. Ich freue mich, dass Sie bei Nuviso dabei sind und heute sprechen wir über das Thema, die Kinder sind krank. Um dieses Thema kommt niemand mehr vorbei und ich glaube, wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, merkt, dass da viel dran ist. Über dieses Thema spreche ich heute mit der Buchautorin und ehemaligen Investmentbankerin Ulrike von Aufschneider und ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Analyse. Einen lieben Gruß nach Bremen, liebe Frau Aufschneider, einen schönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Frau Aufschneider, wir haben uns schon, das ist schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, persönlich kennengelernt bei Menschen machen Mut und ich habe mich sehr über den Kontakt gefreut und ich bin natürlich jetzt auch sehr gespannt auf Ihr Buch, das wir da oben auch im Regal sehen können bei Ihnen. Kranke Kinder heißt das und das ist natürlich jetzt ein Thema, das in seiner Aktualität ja eigentlich kaum zu schlagen ist. Ich möchte Sie trotzdem noch mal kurz vorstellen. Ich habe es in der Einleitung kurz gesagt, Sie sind eigentlich Autorin, aber auch im Investmentbanking unterwegs gewesen und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, es ist gar nicht so einfach, ein bewegtes Leben wie das Ihre in einen Begriff zu packen. Aber Sie haben so viele verschiedene Dinge gemacht im Leben. Sie sind Coach im Top-Management für große Unternehmen. Sie waren im Finanzsektor lange Zeit tätig. Und vielleicht wollen Sie den Schwerpunkt Ihrer eigenen Arbeit vielleicht mal persönlich erklären. Also im Prinzip ist das genau, wie Sie gesagt haben. Ich habe eine relativ variable Karriere hinter mir gehabt. Also ich habe in der Finanzindustrie 10 Jahre gearbeitet, in Frankfurt und in London. Und danach habe ich die nächsten 10 Jahre überwiegend Coaching gemacht für Management am oberen Ende im Großkonzern, also Finanzdienstleister, aber auch Pharma und diverse andere Branchen. Und in den letzten 1,5 Jahren habe ich dann überwiegend Beratung rund um das Thema Gesundheit und wie sie von staatlicher Seite aus vereitelt wird, gemacht. Also das ist das, was ich im Moment eher mache, ist Aufklärungsarbeit. Also ich betreibe weniger Coaching heutzutage für Großkonzerne, wie sie die Gesundheit vereiteln, sondern eher die andere Seite beratend, wie man vielleicht da versteht, was dann da eigentlich im Hintergrund passiert. Dieses Buch ist ja nicht jetzt erst in den letzten 1,5 Jahren entstanden, sondern das haben Sie schon 2018, wenn ich richtig liege, geschrieben. Was war denn damals der Impuls, dieses Buch zu schreiben? Gab es da schon in Ihrem Umfeld Dinge, die Sie dazu veranlasst haben? Also der ursprüngliche Auslöser dafür war, dass 2016, also Ende 2016, unser Sohn an so einer Zahnschmelzerkrankung erkrankte oder die bei ihm diagnostiziert wurde und die nennt sich Kreidezähne oder MIH im Fachjargon. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass an dieser Zahnschmelzstörung, das ist also bei Kindern, entwickelt sich der Zahnschmelz im Gaumen, bevor die Zähne durchbrechen, einfach nicht mehr richtig dahingehend, dass die Zähne dann praktisch porös schon rauskommen aus dem Gaumen. Und das war nicht nur bei unserem Sohn so, sondern mittlerweile ist das in Deutschland, aber auch weltweit in anderen Ländern, wo Studien angefertigt wurden, bis zu 40% der Kinder. Also so viele Kinder haben oder anteilig haben, ich glaube in der 12-jährigen Altersklasse war das dann meistens studientechnisch analysiert, eine Störung von Zahnschmelz. Und ich habe dann versucht rauszukriegen im ersten Schritt, warum das so der Fall ist und habe mir die wissenschaftlichen Studien angeguckt und habe mir parallel dann auch nochmal die Krankheitsbilder von Kindern insgesamt angeschaut. Und wie Sie ja sagten, man sieht relativ schnell, und zwar auch schon vor der Corona-Krise, dass viele von den Kindern nicht mehr ganz optimal aussehen oder auch sich verhalten. Und ich habe mir dann im Internet die ganzen unterschiedlichen Krankheitsbilder studientechnisch zusammengezogen und habe dann eine Aufstellung gemacht und festgestellt, dass, wie gesagt, ein ganz großer Teil, und zwar vor der Krise, an Diabetes, Verhaltensauffälligkeiten, Atemwegserkrankungen, Fettleibigkeit, einer Fettleber, also Essstörungen und so weiter litten. Und diese Zahnschmelzerkrankung, die bei unserem Sohn dann diagnostiziert wurde, war dann eins von vielen Krankheitsbildern. Aber wie gesagt, ein Großteil von Kindern haben nicht nur kaputte Zähne, sondern auch diverse andere Störungen. Und das ist auch bei uns im Umfeld einfach direkt sichtbar gewesen. Und ich habe dann, wie gesagt, angefangen, mich mit den wissenschaftlichen Studien auseinanderzusetzen und habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass das, was wissenschaftlich wenig untersucht wurde, war die Rolle von Nahrung in diesen ganzen unterschiedlichen Krankheitsbildern. Und das fand ich relativ naheliegend, dass man sich das hätte angucken können sollen. Die hat sich ja relativ gravierend, also insbesondere jetzt, wenn man in den Betreuungsbereich geht, also Schulen und Kitas, gravierend verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Was ist denn Ihre persönliche Conclusio für die Hauptursachen, dass so viele Kinder mittlerweile diese Krankheitsbilder haben? Ist es primär die Ernährung oder sind es mehrere Faktoren, die da zusammenkommen?
Also im Grunde genommen scheinen das mehrere Faktoren zu sein, wobei den ich jetzt intensiv untersucht habe und der wirklich also aus meiner Wahrnehmung am gravierendsten und sich verändert hat, ist wirklich also das, was man in den Körper reintut, im ersten Schritt Nahrung. Natürlich haben die Giftstoffe auch zugenommen, auch das spielt eine große Rolle. Also ob das jetzt Nahrungsmittelzusätze sind, die sind dann wieder in der Nahrung mit drin, oder auch Umweltgifte, jetzt Abgase und sonst was oder Pflegeprodukte, die haben bei den Kindern auch zugenommen, aber es scheint im ersten Schritt wirklich das, was sie oben in den Mund stecken, das zu sein, was am gravierendsten einwirkt auf die Kinder. Also die kriegen ja, wenn sie jetzt fremdbetreut sind im Kita-Bereich, schon ab dem ersten Lebensjahr dann überwiegend Nudeln und ich weiß nicht, irgendwelche industriell hergestellten Soßen, weil auch einfach die Abläufe in diesen ganzen Betrieben, also Kitas, Schulen, gar nicht anders mehr funktionieren. Also viele Kitas sind zum Beispiel angebunden an entweder Krankenhäuser oder Altersheime. Und die kochen in Großküchen und wie gesagt, das ist überwiegend industriell vorgefertigtes Essen. Und ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit Nahrung auseinandergesetzt hat, dann weiß man auch irgendwann, das wie gesagt war mir 2016 nicht zu dem Grad klar, dass aber wie gesagt in der Nahrung dann nicht mehr das drin ist, was Kinder insbesondere im Wachstum brauchen. Sind Sie denn in Ihren Studien auch auf die mangelnde Bewegung von Kindern gestoßen? Weil ich habe in der Nachbarschaft eine Grundschullehrerin, die hat gesagt, also sie ist schon seit 30 Jahren Lehrerin und ihrer Aussage nach ist es also eine erhebliche Anzahl an Verletzungen auf den Pausenhöfen in den letzten Jahren zu beobachten gewesen, weil die nicht mal mehr einen Purzelbaum machen können, die Kinder. Die sitzen oft bewegungslos vorm Computer, bewegen ihre Daumen, aber haben nicht mehr diese Mobilität, die man von früher kannte, dass die Kinder geklettert sind, gespielt haben, gerannt, mal hingefallen, blutiges Knie und dann geht's weiter. Ist das auch ein Punkt, den wir heutzutage mit berücksichtigen müssen? Absolut. Also auch das ist, also Mangel an Bewegung ist ein gravierender Faktor. Das hat auch wieder was damit zu tun, dass einfach den Kindern die Bewegungsräume genommen werden. Also auch wieder, wenn sie frühkindlich betreut werden, was ja ein Großteil der Kinder mittlerweile also als Situation hat. Die kommen morgens um 7:30 oder 8 in die Kita und dann werden die zwischen 3 und 5, je nachdem wie ausgelastet die Eltern sind und wie das Angebot der Kita ist, abgeholt. Und dann hat man ein Betreuungsverhältnis von 1:3 oder auch mehr. Und dann sind diese Kinder überwiegend in Innenräumen. Werden sie gehalten, kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich ist das Bewegungsangebot dann ein anderes, als wenn man irgendwie draußen im Garten mit den Kindern spielt als Mutter und nur ein Kind betreut oder zwei. Und also auch Bewegungsmangel ist ein Problem, aber auch da muss man sagen, wenn die Kinder gesund sind, physiologisch, dann suchen die sich Bewegungsoptionen. Also man muss sich schon sehr anstrengen, Kinder gerade in den frühen Jahren immer wieder runterzudeckeln. Auch das tun wir systemisch. Aber wie gesagt, das ist so ein Wechselspiel. Also der Bewegungsmangel ist da, die Nahrung stimmt nicht richtig. Dann haben wir ein Problem mit digitalen Medien. Das ist ja völlig ausgeufert. Und da ist nicht nur die Tatsache, dass sie vor den Geräten sitzen und eine Bewegungsarmut haben, sondern auch eine Strahlenbelastung ist und auch wieder Inhalte suggestiv vermittelt werden, die eine gewisse Stresssituation bei den Kindern produzieren. Dann ist diese ganze Trennungssituation von den Eltern und diese Instabilität und Unruhe im Umfeld ein Stressfaktor für die Kinder. Also das kommt alles zusammen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man eine sehr hochwertige Nahrung hat, ein Stück weit das kompensieren kann. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt Kriegssituationen anguckt, ja, also wir hatten ja mal vor 70 Jahren so einen Krieg, da war das auch nicht so, dass die Kinder immer optimal in allen Bereichen versorgt waren. Aber sie hatten in den ganzen Nahrungsbereichen Grundnahrungsmittel, die einfach eine Wertigkeit hatten. Also man kann tatsächlich mit Hafergrütze und gelegentlich einer Gemüsesuppe Kinder gesund ernähren oder relativ gesund ernähren, wenn die anderen Faktoren dann nicht gegeben sind. Bei uns gibt es noch nicht mal mehr eine Hafergrütze, also in den öffentlichen Bereichen, sondern wirklich einfach industriell gefertigtes Zeug. Der Untertitel dieses Buches, der heißt Deutschlands kranke Kinder, wie auf Anweisung der Regierung Kitas und Schulen die Gesundheit unserer Kinder schädigen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine steile These, dass das quasi fast auf Anweisung passiert. Können Sie diesen Gedanken vielleicht ein bisschen ausformulieren? Also es ist ja so, dass im Prinzip die staatlichen Organe, also das BEML und BMG, dafür zuständig sind, Informationen und Rahmenbedingungen für die Bevölkerung zu schaffen, die dazu führen, dass die Bevölkerung gesund ist. Und im ersten Schritt sieht man ja, das ist ja gar nicht der Fall. Also die Bevölkerung ist nicht gesund, sondern sie ist überwiegend krank. Mhm. Und da geht es nicht nur um Fettleibigkeit und Krebs und Diabetes und sonst was, sondern im Prinzip also das gesamte Spektrum. Das sind so die sichtbaren, aber wir haben natürlich, wie gesagt, psychosomatische Schädigungen oder Atemwegs
Krebserkrankung und sonst was. Also man sieht im ersten Schritt, der Output ist nicht das, was die Gesetzgeber als Auftrag eigentlich haben. Das ist schon mal das obere Bild, was eigentlich jedem klar sein sollte. Und ich habe mir die Mechanismen angeguckt. Und was die Bundesregierung macht, und zwar über ihre beiden Ministerien, ist, sie gibt ganz klare Anweisungen raus und lässt auch zum Beispiel Kita-Betreiber sich zertifizieren, wie sie die Nahrung gestalten sollen. Ja, und welche Komponenten bei der, also zum Beispiel so einer Kita, also Mittagstisch oder sowas da drin sein sollten. Also das sind immer dann industriell vorgefertigte Nahrungsmittel, Nudeln und Soßen und Fleisch. Es gibt nie Anweisungen, dass diese dann auch aus biologischer Haltung sein sollten, damit im Prinzip die also toxikologische Belastung runter sein sollte. Es gibt überhaupt keine Anweisung dahingehend, dass man einen hohen Kräuteranteil oder Gewürze nutzen sollte, damit die ganzen sekundären Pflanzenstoffe praktisch in der Nahrung enthalten sind etc. Also das ist nicht nur so, dass das in den Ernährungsplänen sich widerspiegelt, die, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung konzipiert und dann an die Betreiber von Kitas und Schulen rausgegeben werden oder auch an Sportvereine oder sonst was, sondern es ist auch so, dass die ganzen Unterrichtsmaterialien wiederum von dem BMG und BML erstellt werden. Und auch da spiegelt sich das gleiche Bild wieder. Und das ist auch, wenn man das historisch aufrollt, was ich gemacht habe, gar nicht überraschend, weil die Instanz, die im Prinzip die Bundesregierung anleitet, Nahrungsmittel oder Gesundheitsratgeber oder Anweisungen rauszugeben, ist die, wie gesagt, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und das ist bei uns in Deutschland die oberste Instanz, die im Prinzip alles rund um Ernährung und Gesundheit konzipiert. Dann wieder in Zusammenarbeit mit dem BMG, ist im Prinzip ein eingetragener Verein, wo alle Obrigkeiten enge Zusammenarbeiten pflegen mit sowohl der Nahrungsmittel- als auch der Pharmaindustrie. Und dieser ganze Verein, der in den 50ern gegründet wurde, wird von keinem Ministerium überwacht oder kontrolliert. Das heißt, sie können sagen und tun, was sie wollen, und sie tun es im Prinzip industrienah. Und die Bundesregierung nimmt, wie gesagt, diese industrienahen Anweisung für die Bevölkerung, wie sie die Gesundheit erhalten sollen, und setzt sie eins zu eins um und kanalisiert das über diese ganzen unterschiedlichen Körperschaften der Ministerien, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Inform, wie sie auch alle heißen, da gibt es also 10, 15 unterschiedliche Stück, die dann Informationsmaterialien für Ärzte, für Kitas, für Schulen konzipieren und die runterkanalisieren. Und wenn man sich diese unterschiedlichen Informationsangebote der Regierung anguckt, die wiederum zum Teil verpflichtend sind, weil sie dann Bausteine sind, die verpflichtend in den Schulen und Kitas unterrichtet werden müssen oder für Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftler konzipiert werden, dann stellt man fest, das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Das ist ein Lobbyapparat, den sie da kreiert haben. Können Sie sich das erklären, warum da überhaupt gar kein Bewusstsein existiert in Bezug auf die Ernährung der Jüngsten, unserer zukünftigen Generation, in einem Zeitalter, wo jeder Supermarkt voll veganen Produkten quasi schon fast überquillt? Also die letzten 10, 15 Jahre hat sich ja doch ein Wandel in Sachen Ernährung getan in der Gesellschaft, aber dass gerade bei den Jugendlichen, bei den Kindern so gar kein Bewusstsein dafür existiert. Können Sie sich das irgendwie erklären? Nee, also im ersten Schritt ist es so, ich komme ja wie gesagt aus der Industrie oder auch beraten aus den Bereichen, es geht immer um Absatz und Umsatz. Es geht ums Geld. Also Produkte rein und Geld machen, das ist das, was die Industrie macht. Und die Industrie hat einen Schulterschluss mit der Regierung geschafft, ja, also indirekt über wissenschaftliche Körperschaften, also über Hochschulen, die sie dann also finanziert haben als Lehrstühle oder Geldflüsse da reingegeben haben, um sich dann irgendwie auszuweiten oder sie profilieren oder profieren bestimmte Professoren, die dann wiederum die Regierung beraten. Also entweder geht es direkt über Kapitalströme oder es geht indirekt über Kapitalströme. Und es geht zu keinem Zeitpunkt, wie gesagt, für irgendwen wirklich darum, dass man Gesundheit im Fokus hat. Das ist historisch so gewachsen. Also es ist ja auch so, wenn man sich jetzt unsere Regierenden anguckt, ja, dann ist das ja auch nicht so, dass viele verstehen, wie die Grundlagen von Gesundheit funktionieren. Und also sie sagten ja gerade vegan. Vegan heißt einfach nur keine tierischen Produkte. Das heißt aber nicht, dass die Produkte, die dann auch wieder industriell hergestellt werden, hochwertig sind. Weil auch in vegan industriell hergestellten Produkten kann ich Zusatzstoffe haben oder raffineriertes Weizenmehl, wo keine Mineralstoffe mehr drin sind. Und das, was wir sehen, ist im Grunde genommen, dass über diese Verarbeitungsprozesse der Industrie die Mikronährstoffe, die in den natürlichen Nahrungsmitteln enthalten sind, verloren gehen
Ja, weil sie einfach in diesen Erwärmungs-, Erhitzungs-, Raffinerierungsprozessen rausgefiltert werden. Und um die Nahrungsmittel hinterher im industriellen Prozess stabil zu halten und auch irgendwie geschmacklich und visuell wieder ansprechend zu gestalten, Zusatzstoffe hinzugefügt werden. Und die Zusatzstoffe schädigen den Körper und der Mangel an Nährstoffen, wie gesagt, schädigt auch den Körper. Und das ist eigentlich in der Summe das, was wir sehen. Und also, ob man sich jetzt vegan oder mit tierischen Produkten ernährt, hat auf die Gesundheit gar nicht so einen großen Faktor, sondern die Frage ist eher, was ist drin in diesen Nahrungsmitteln? Sind die Mikronährstoffe drin, ja oder nein? Sind Schadstoffe drin, ja oder nein? Und man muss eigentlich sagen, bei alles, was konventionell industriell hergestellt wird, hat einfach da eine schlechte bis katastrophale Bilanz. Da ist aber das Geld zu holen. Das ist genau das Problem. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie ist denn der globale Markt von Nahrungsmittelherstellern aufgebaut, dann stellt man fest, dass im Prinzip weit über 80% von dem, was wir in den Supermärkten kaufen können und irgendwie verpackt ist, kommt von 10 großen Herstellern. Da sitzen dann Nestlé und Danone und Kellogg's und sonst wie drunter. Und die produzieren praktisch für den Weltmarkt den Löwenanteil an Nahrungsmitteln. Und die haben aber nie was mit Gesundheit zu tun, diese Nahrungsmittel, sondern mit kommerziellem Umsatz. Und die machen insgesamt deutlich über 500 Milliarden Euro Umsatz und kanalisieren natürlich auch das, was sie da umsetzen und einnehmen, wiederum in die Politik und Wissenschaft, um dann ihre Märkte wieder weiter auszubauen. Und das ist das Spiel, was wir in den letzten im Prinzip 100 und Jahren gemacht haben. Also die meisten von diesen Großkonzernen sind von vor über 100 Jahren gegründet worden. Und die haben halt praktisch stetig ihren Marktanteil aufgebaut. Nicht die idealen Voraussetzungen für eine gesunde Ernährung, für einen gesunden Start. Aber diese Analyse der Situation vor Corona ist ja schon, naja, sagen wir mal, schwierig. Und jetzt kam natürlich in den letzten 18 Monaten einiges dazu, was die Gesundheit der Kinder noch mehr belastet hat. Ich möchte gleich mal mit dem schlimmsten, für mich schlimmsten Thema anfangen. Das sind diese Masken. Also nicht nur, dass die Erwachsenen gezwungen wurden, diese Masken zu tragen, sondern auch die Kinder. Und was bedeutet das denn für einen jungen Menschen, gerade die ganz kleinen Kinder, wenn sie mit diesen Gesichtslappen den ganzen Tag rumlaufen? Was heißt das für die Entwicklung, für Gestik und Mimik? Und wie hat sich das Ihrer Erkenntnis nach mittlerweile ausgewirkt auf die Kleinsten? Also da gibt es ja zwei Aspekte. Das eine ist, dass der Lappen vorm Gesicht sitzt und die Atmung im Prinzip behindert. Also das, was der Körper nicht mehr braucht, das kann ich frei abatmen und der Sauerstoff kommt nicht sauber rein. Das ist also im Prinzip dieser physiologische Austausch. Der Gase funktioniert nicht mehr richtig. Und dann kommt dazu, dass diese Barriere, die sich die Kinder, das ist bei den Erwachsenen im Prinzip ja ähnlich, da vors Gesicht hängen, oft einfach keimbelastet ist. Das heißt, diese jungen, und das ist jetzt bei den Kindern insbesondere dramatisch, unreifen Lungen ziehen sich dann einfach diese Keime, die sie ja in diesen Lappen die ganze Zeit auch im Prinzip züchten. Das ist ja so ein leicht feuchtes Milieu und die Kinder laufen dann auf dem Schulhof mit diesen Masken rum und ziehen die irgendwie durch den Dreck oder da fällt dann irgendwie bei dem Schaukelgerüst irgendwie hin und dann wird er dann hinterher wieder eingehängt. Also das ist die eine Problematik. Das ist einfach eine keimbelastete, ja, so ein Lappen ist, der vom Gesicht hängt, Ist wie eine auch wenn sich. Petrischale. Ist wie eine Petrisch, ist wie eine Petrischale, die vorne Ja, dran hängt. So, genau. Also es ist im Prinzip wie so ein Küchenlappen. Ja, das lernt man oder lernten früher zumindest die Hausfrauen, den sollte man regelmäßig wechseln, weil die Keime sich da drin natürlich vermehren und das dann auch einfach für das Küchenumfeld nicht besonders gesund ist. So, das haben die Kinder jetzt, natürlich die Erwachsenen auch, im Gesicht. Das ist das eine, was eine Katastrophe ist. Und das andere ist das, was Sie ja gerade sagten, die Mimik für die Kinder oder die Entwicklung der Sprache und auch natürlich der Interpretation von Verhalten von Menschen ganz stark. Also insbesondere am Anfang des Lebens, also wenn die Kinder im Kindergarten sind und in der Grundschule, über dieses Zusammenspiel von Worte, Gestik im Gesicht, ja, oder Mimik und dann natürlich auch so ein bisschen Handgestik dazu sich entwickelt. Und wenn man ein großes Ding vorm Gesicht hat, können die Kinder diese ganzen unterschiedlichen Aspekte der Kommunikation überhaupt nicht mehr richtig deuten. Sie können auch das, was die Erwachsenen sprechen oder auch die anderen Kinder gar nicht klar verstehen. Und das ist das, was sich jetzt zum Beispiel auch rauskristallisiert hat, dass es bei ganz vielen Kindern Sprachverzögerungen gibt oder Sprachstörungen. Und dieses sind, das den anderen nicht richtig verstehen können. Also das, was will er sagen? Wie meint er das eigentlich? Ist er mir positiv gesinnt oder ist er eine Bedrohung für mich? Habe ich ihn gerade enttäuscht als Kind, weil ich jetzt irgendwie was falsch gemacht habe und ich das nicht interpretieren kann, was da hinter der Maske passiert, führt nicht nur dazu, dass ich mein eigenes Sprachempfinden oder auch Entwicklung als Kind nicht richtig ja, entwickeln kann, sondern auch dazu, dass ich permanent unter Stress stehe
Das ist bei Erwachsenen ja oftmals auch nicht ganz anders, weil ich einfach mein Gegenüber nicht richtig einschätzen kann. Und immer diese potenzielle Gefahr lauert, der könnte mir ja irgendwie feindlich sein oder gleich einen Angriff auf mich starten. Und diese permanente Stressbelastung wiederum macht auch wieder was mit den Kindern. Also es destabilisiert den Stoffwechsel. Im Prinzip führt das dazu, dass die Kinder wieder einen höheren Nährstoffbedarf haben, um diese Schäden im Körper zu kompensieren oder zu dekompensieren. Das können sie wiederum nicht, weil sie das wieder nicht mit der Nahrung reinbekommen und so weiter. Also da ist ein Kreislauf entstanden, der ist einfach katastrophal. Mir ist vor einigen Jahren mal ein Buch von dem Professor Spitzer in die Hand gekommen. Da ging es eben auch um Gestik und Mimik und dass das Dekodieren von Gesichtsausdrücken eigentlich ein jahrelanger Prozess ist, den wir in Zehntausenden von Begegnungen schulen müssen. Also diese feinen Nuancen, die wir unterbewusst wahrnehmen, aber gar nicht bewusst, so die Augenbraue geht hoch oder ein Naserümpfen oder der Mundwinkel und das alles, das sind alles Prozesse, die muss man sich antrainieren im Kontakt, in Interaktion mit unseren Mitmenschen. Und mir fällt es selber auch schon, dass ich merke, wie mir das alles fehlt. Also die Begegnungen im Supermarkt, man möchte vorbeigehen, die Tür steht noch irgendwie offen von der Kühle und man weiß nicht so, wie kommt man rum. Das hat man früher mit einfach nur mit einer kleinen Gestik, mit einer Mimik im Gesicht lösen können und ein kleines Zeichen der Verständnis. Das fehlt jetzt alles. Man muss jetzt wirklich proaktiv, verbal irgendetwas sagen, um das Ganze, was früher nur so nonverbal stattgefunden hat, muss man das jetzt alles ausdrücken. Ich merke richtig, wie wir verkümmern, wie das menschliche Miteinander einfach verkümmert. Und jetzt sind wir erwachsene Menschen, die wir uns schon lange bewegen in dieser Welt. Aber ich stelle mir vor, was das in der Psyche, vor allem in der Entwicklung mit den Kindern macht. Was sind denn da mittlerweile die Erkenntnisse seitens der Psychologen, die Auswirkungen dieser ganzen gestörten Entwicklung der Kinder? Ja, also im Prinzip das, also wie Sie sagen, was dabei rauskommt, ist einfach, dass die Kinder verhaltensgestört sind, was wiederum das Resultat ist von so einer latenten Unsicherheit und einfach das Umfeld auch nicht mehr interpretieren zu können. Also die können sich nicht mehr richtig im Umfeld sicher bewegen, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, was darf ich denn hier machen und was nicht, weil sie das Gegenüber nicht mehr interpretieren können. Also das ist das eine, was gestört ist. Das andere, was ja zunehmend auch noch gestört ist, das ist wiederum Teil dieser Maßnahmen, ist es, dass die Kinder selber oftmals ganz unsicher sind, was denn überhaupt noch legitim ist und was nicht mehr legitim ist. Also früher hat man halt im Prinzip solche Verhaltensnormen zwischenzeitlich oder zwischenmenschlich ausgehandelt, indem man, wie Sie ja sagen, kleine Kopfbewegungen gemacht hat oder, ich weiß nicht, mit den Augen einmal in die eine oder andere Richtung oder ein Zucken da im Gesicht rund um den Mundwinkel. Und damit war klar, das ist jetzt irgendwie positiv oder negativ gewertet, was der andere macht. Und das ist, wie gesagt, alles gar nicht mehr da. Und das wird überlappt mit zusätzlichen Ängsten, die geschürt werden und den Kindern erklärt wird, sie müssen Abstand halten und andere Eltern sagen das Gegenteil. Also es ist also ein völlig diffuses Feld kreiert worden, wo die Kinder einfach zu weiten Teilen orientierungslos geworden sind. Das ist auch das, was von den Lehrern zurückgespiegelt wird, dass die einfach auch mit diesen Klassenverbänden oftmals gar nicht mehr klarkommen, einfach weil das Feld so auseinandergegangen ist. Also wir sehen Kinder, die überhaupt nicht mehr interpretieren können, was der andere will, und Kinder, die ein Verhalten ganz anders bewerten. Also wenn einer zu nahe kommt, dann gibt es Kinder, die dann Abstand schreien. Also das hatten wir auch schon diverse Male, dass unsere Kinder dann auf dem Spielplatz von anderen Kindern angeschrien wurden, dass sie doch bitte den Abstand halten sollen. Also von 7-, 8-, 9-Jährigen, wo wir dann auch nur wirklich völlig verdattert daneben standen, weil wir haben das unseren Kindern so jetzt nicht beigebracht. Ja, und also auch Kinder zum Beispiel kein Essen mehr teilen in der Schule, weil einfach manche Kinder das dürfen, manche nicht. Und also eine große Unsicherheit dann kreiert wurde innerhalb dieser Gruppe. Was darf ich, was darf ich nicht? Sind dann da die Ängste der Eltern auf die Kinder aufoktroyiert worden? Und vor allem, genau. was macht es dann, wenn ein Kind schon von Anfang an mit dieser Angst vor allen Berührungen konfrontiert wird? Ich habe ein Beispiel vor Augen. Ein kleines Mädchen kommt aus der Arztpraxis raus und macht mit dem Ellbogen den Türgriff auf und stößt mit dem Ellbogen die Tür auf, weil offensichtlich die Mutter gesagt hat, da darfst du nicht hinfassen. Was passiert denn da mit der Entwicklung? Wird da nicht schon mal so ein permanent Wahn oder so eine Phobie entwickelt? Genau. Also das ist das, was wir auch beobachten. Und wie gesagt, das ist, also es ist völlig weit auseinandergezogen mittlerweile. Also es gibt Kinder, die sich genau so verhalten, und dann gibt es Kinder wie unsere und natürlich auch jetzt im Umfeld andere Familien, die das mit ihren Kindern nicht gemacht haben, wo die Kinder ganz frei sich verhalten. Aber wenn diese Kinder aufeinandertreffen, dann finden die auch keinen
kein Boden mehr, auf dem sie sich entspannt miteinander austauschen können, weil einfach die Verhaltensnormen, die als akzeptabel empfunden werden, völlig auseinander dividiert worden sind. Eine Entwicklung, die ich so nie für vorstellbar gehalten hätte. Und jetzt kommt natürlich noch ein aktuelles Beispiel hinzu, dass also Meldungen von den Kliniken kommen, dass sich die Kinderstationen mit Infektionskrankheiten regelrecht füllen in der letzten Zeit. Ja, wir kommen in die Zeit der Infektionen, die ersten Atemwegserkrankungen, die immer im Herbst kommen, tauchen jetzt auf und plötzlich schlagen die Ärzte Alarm. Oh Wunder, es wurde ja auch lange genug davor gewarnt von den Schwurblern, die wieder mal recht hatten, dass also wenn Kinder nicht in der Lage sind, jeden Tag ihr Immunsystem zu trainieren, im Austausch mit anderen Kindern und Erwachsenen und Dreck im Mund und so weiter, dass die dann bei kleinsten Infektionen schon körperlich überlastet sind. Können Sie das bestätigen, auch diese Meldungen? Und was heißt es dann jetzt längerfristig? Werden wir eine ganze Reihe von Kindern haben, die jetzt immer Probleme haben bei dem kleinsten Schnupfen? Also ja, kann ich bestätigen. Also ich sehe und höre das auch. Ich kriege das auch, wie gesagt, aus dem Schulbetrieb zurückgespiegelt, dass auch die Lehrer jetzt in Sorge sind, weil die Kinder jetzt früher ihre Infektionskrankheiten durchmachen und die natürlich auch wiederum in die Schule tragen, weil auch einfach viele Eltern zu Hause gar nicht mehr können und die Kinder dann auch wieder mit Infektionen in die Schulen schicken, was sie im Prinzip auch in den letzten Jahren auch schon gemacht haben. Aber es sind einfach Häufungen jetzt da. Und die treffen natürlich auf Kinder, die insgesamt geschwächt sind. Das heißt, dann vermehren sich solche Keime auch mehr und es, wie gesagt, kommt zu größeren Ausfällen. Ob man das langfristig auffangen kann, das weiß ich nicht. Das hat, glaube ich, auch wieder ganz viel damit zu tun, ob wir jetzt gegensteuern, ob wir im Prinzip wieder, also auch Normen und also Verhaltensnormen und Umgangsformen miteinander entwickeln, die wieder zulassen, dass Kinder ihr Immunsystem trainieren dürfen, indem sie entspannt miteinander umgehen können und indem sie auch sich in den Arm nehmen können und also nicht nur den Stresslevel wieder runterfahren in dem eigenen Körper, sondern auch diesen Austausch der Bakterien zulassen dürfen. Und ich sehe das im Moment nicht. Und das ist, glaube ich, das Drama, dass wir aus dieser Schleife ja überhaupt nicht wieder rauskommen. Also wir sehen auch, also zum Beispiel der Lehrerverband fordert nach wie vor eine Maskenpflicht in den Schulen. Ja, also es sind die Lehrer selbst, die oftmals, wie gesagt, diese drakonischen Maßnahmen in ihren Klassen oder auch einfach für das gesamte System einfordern von den Kindern. Also insofern sehe ich nicht, wie wir da rauskommen. Ja, momentan können wir eigentlich nicht damit rechnen, dass die Maßnahmen in naher Zukunft aufgehoben werden, weil Sie gerade Lehrer angesprochen haben. Es gibt ein Audio-File, das irgendwann mal rumgegeistert ist und da hat ein Schüler offensichtlich mit dem Handy unterm Tisch die Lehrerin abgehört oder gefilmt und dann halt das Audio-File extrahiert und man hört, wie diese Lehrerin in vollkommener panischer Angst die Kinder zusammenscheißt, dass gar nicht und niemals nicht die Maske abzusetzen ist und wenn einer was essen möchte, in der Ecke kurz reinbeißen und dann die Maske wieder drauf. Also ich habe eine vollkommen hysterische Person erlebt in diesem Audio-Ausschnitt, die ihre eigene Angst auf diese Kinder übergestülpt hat und ich mag mir gar nicht vorstellen, was es dann mit den kleinen Mädchen und Jungs macht, die dann natürlich den Lehrer als Autoritätsperson vor sich haben und sich denken, oh mein Gott, das muss ja alles so schlimm sein. Wir züchten eigentlich nur Paranoiker ran jetzt. Genau, also das ist auch das, was wir sehen. Es war auch, und wir haben ja also zwei Kinder und wir haben unterschiedliche Lehrer bei uns in der Beschulung gehabt und also die eine Seite war sehr ängstlich und hat auch diese Angst, die sie selber empfunden haben, auf die Kinder projiziert und bei den anderen Lehrern war das ein bisschen entspannter und wir haben als Konsequenz für uns dann unsere Kinder die ganze Zeit zu Hause beschult. Einfach, weil wir diesen latenten Panikmache-Modus, der ja da auch in der Schule von den Lehrern, aber auch von anderen Kindern einfach immer da war, nicht für unsere Kinder wollten. Also abgesehen davon, dass wir die Maske und die Tests genauso wenig befürwortet haben und auch das immer wieder ein physischer Eingriff ist, der potenziell sehr schädlich sein kann, haben wir dann die Konsequenz gezogen. Und das ist natürlich im Zweifelsfall für die Kinder auch nicht immer nur 100% optimal, weil ihnen dann der Klassenverband fehlt. Aber ja, für uns war das in der Summe das, was wir dann irgendwie noch akzeptieren konnten und wo wir gesagt haben, das ist in dieser gruseligen Situation das, was für uns noch am besten ist. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir zwei Kinder haben und die Kinder auch extrem gut miteinander können und die auch selber viele Freunde haben. Das heißt, die sind sozial nicht in ein Loch gefallen, aber haben deswegen auch überhaupt gar keine panischen Zustände bei sich zu Hause. Mhm, mh. Oder wir bei uns. Gott sei Dank geht es Ihnen so, es geht vielen Leuten anders.
Wie wenn das jetzt noch nicht genug wäre, kommt jetzt noch eine ganz neue Entwicklung dazu. Aus der Schweiz kommt die Meldung von einem Gymnasium, wo sich der Schulleiter entschlossen hat, die geimpften und ungeimpften Kinder unterschiedlich zu kennzeichnen. Also sprich, die geimpften Kinder bekommen ein Namensschild, das auch noch fälschungssicher sein soll, mit irgendeinem Ausweis, mit irgendeinem Emblem, und da steht dann drauf geimpft und die anderen sind ungeimpft. Jetzt kommt also noch zu den gesundheitlichen Auswirkungen dieser ganzen Misere, kommt auch noch eine psychische Belastung dazu. Wie interpretieren Sie das und was bedeutet das dann für die Kinder, wenn sie jetzt dann auch noch so separiert werden? Naja, also im Prinzip sind wir da bei diversen Experimenten, die wir in der Vergangenheit hatten oder auch einfach gesellschaftlichen Zuständen, also man muss es ja gar nicht so benennen, ich glaube, jeder weiß, wo wir dann landen, 70 Jahre vorher. Mhm. Also im Prinzip ist das eine Separierung einer Gesellschaft, die also für mich und wahrscheinlich die meisten anderen vor anderthalb Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Und das ist das, was wir machen. Also wir separieren die Kinder, wobei ich auch dazu sagen muss, dass das, was ich insbesondere aus den Oberstufen jetzt hier in Bremen höre, ist das gar nicht anders. Also die Kinder tun das mittlerweile auch selbst, dass sie sich in Cluster auseinanderdividieren, in die Geimpften und die Ungeimpften und so weiter. Also auch ganz ohne Blümchen, Stern oder Namensschild, was man da sich ausdenken kann, findet das statt. Dass also je nachdem, was für ein Gruppenmilieu man hat und je nachdem, was für Lehrer man da vorne sitzen hat. Also man kann Glück haben und sehr, ich weiß nicht, tolerante Lehrer haben, die das nicht zum Thema machen oder halt welche, die das ganz explizit bei den Kindern abfragen. Also auch das höre ich aus dem Umfeld in den höheren Klassen, dass also Lehrer, und zwar gegen eigentlich die Gesetzeslage, bei den Kindern individuell abfragen, sind sie geimpft, welche Impfung haben sie, wann haben sie die Impfung gehabt, und sich Notizen machen. Und natürlich weiß ein Klassenverband das dann sehr genau, wer von den Kindern, wie gesagt, welchen Status hat. Und das merken die sich auch. Also man braucht noch nicht mal, ich weiß nicht, einen Zettel auf der Stirn oder sonst wo. Also das passiert automatisch und es ist gruselig für die Kinder und das gesamte gesellschaftliche Umfeld natürlich auch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das alles bedeutet, längerfristig gesehen, wenn wir das dann in einigen Jahren alles mal aufarbeiten, was für Probleme wir jetzt uns gerade züchten. Also das ist ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, aber es ist ein schwieriges Thema, das einem sehr auf der Seele liegt. Ich habe selber keine Kinder, aber im Umfeld gibt es sehr viele Kinder und ich bekomme das natürlich auch mit, was das für die Eltern als auch für die Kinder bedeutet. Also ich muss gestehen, das ist schon ein Gedanke, der mir schwer drauf liegt. Das muss ich echt sagen. Weil ich Sie aber auch schon mal da sitzen habe, kann ich natürlich nicht umhin, Sie auch Ihnen ein paar Fachfragen zu stellen in die Richtung Finanzwelt. Also wenn Sie schon als Investmentbankerin unterwegs waren und auch als Coach gearbeitet haben, dann gehe ich davon aus, dass Sie natürlich auch ein profunder Kenner der ganzen Finanzsituation sind. Und da natürlich dann auch die Frage so einfach salopp aus der Hüfte geschossen, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Weil ich lese von dort, dass der Crash kommt, ich lese da, dass es jetzt alles nochmal mit Zentralbankgeld gefüttert wird, das wird alles so langsam auslaufen. Dann heißt es, die Zombie-Unternehmen fallen jetzt bald auf den Markt, wenn die ganze Insolvenzpflicht dann wieder eintritt, also Insolvenzmeldegesetz und so weiter. Also vielleicht Ihre Einschätzung bezüglich der nahen Zukunft, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wo schlittern wir eigentlich hin? Also meine persönliche Vermutung ist, dass wir bis zum Jahresende irgendwo ein oder mehrere Stöpsel rausfliegen sehen. Und bei Stöpsel meine ich, also entweder fliegt uns das Finanzsystem um die Ohren, also dass einfach Zahlungsströme zwischen den Zentralbanken und den Banken selber und dann natürlich runter zu den Kunden nicht mehr laufen. Einfach entweder, weil sie elektronisch nicht mehr funktionieren oder weil einfach mehrere Staaten einen Staatsbankrott anmelden und dann im Prinzip kein Geldfluss mehr läuft. Also die Staaten, wir haben die Situation, dass alle Staaten bis über beide Ohren verschuldet sind und das Geld, was im Prinzip generiert wird und hier irgendwie noch das System am Laufen hält, eigentlich nur virtuelles Spielgeld ist, was von eigentlich, man muss schon fast sagen, mafiösen Strukturen aufgebaut wurde. Also ob es die Fed ist oder die Zentralbank oder die EZB oder die Fed, das sind ja im Prinzip die dahinter gelagerten Personen, nicht irgendwelche Staatsorgane, sondern eigentlich Privatiers, wenn man es mal so genau analysiert. Und die geben virtuelles Geld raus, was nicht irgendwie über Gold oder sonst was gedeckt ist. Und die können das machen, so viel sie wollen, weil einfach kein Staat sie ausbremst. Das heißt, also wir haben im Prinzip ein globales Mafiosi-System kreiert und lauter Staaten, die irgendwie bis über beide Ohren verschuldet sind und dieses Mafiosi-Geld entweder nehmen und bekommen, wenn sie bei Fuß machen, oder halt nicht und das untergeben an die Bevölkerung. Also dieses System kann kippen, entweder weil uns der Strom abgestellt wird oder weil uns, wie wir das ja nun auch in den letzten Tagen bei Facebook und Co. hatten, das Internet um die Ohren
Mauern fliegt oder weil irgendwelche, wie gesagt, Staaten einen Staatsbankrott anmelden und irgendwie von oben das Geld nicht mehr runterfließt. Also dann läuft das System nicht mehr. Also wenn wir kein Geld mehr haben, dann gehen die Leute nicht mehr zur Arbeit. Dann kommen auch keine Nahrungsmittel mehr in Supermärkte rein. Oder ich weiß nicht, die Müllabfuhr holt den Müll ab. Oder gegebenenfalls funktioniert auch die Kanalisation nicht mehr. Also das kann ungemütlich werden. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie ungemütlich wird, wie auch immer sich das dann gestaltet. Und das ist ein blödes Szenario, muss man tatsächlich auch sagen. Wobei man auch, wenn man sich ein bisschen mit dem größeren Bild auseinandergesetzt hat, das jetzt kein überraschendes Szenario ist. Also ich persönlich gehe davon seit einer relativ langen Zeit schon aus, dass uns das irgendwann um die Ohren fliegt. Also auch schon vor Corona war das absehbar, dass das System, was wir hier aufrecht halten, mit einem permanenten Wachstum und von oben einer Geldgenerierungsmaschine, die dann praktisch die Bevölkerung weltweit in Haft nimmt, weil sie ihnen Schulden aufdrückt, nicht langfristig funktionieren wird. Also dass dann irgendwann das nicht mehr funktionieren wird, war wie gesagt mir auch schon vor 3 oder 4 Jahren oder noch länger klar. Mhm. Das beschleunigt sich im Moment. Das ist meine Vermutung. Das heißt, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass bis zum Jahresende das ungemütlich wird. Oder wie gesagt, irgendwo dieser Systembruch dann stattfinden kann. Muss nicht, aber es wie gesagt, es wird immer enger und die Einschläge kommen näher. Mhm. Heißt im Umkehrschluss aber für mich, und das ist auch das, was viele andere machen, das ist zumindest das, was ich sehe, sich darauf vorbereiten und einfach auch ein bisschen die Ruhe bewahren. Das heißt also, selber wieder in die Verantwortung gehen. Also man muss auch sagen, Menschen haben ja früher auch ohne große Kapitalströme und das Internet gelebt und eigentlich ja auch gar nicht schlecht. Sie haben aber für sich selbst gesorgt. Die haben im Zweifelsfall ihre Nahrung selbst zubereitet. Da gab es dann kein Lieferando und ich weiß nicht, was für Pizzadienste. Und da gab es vielleicht auch nochmal irgendwie einen Garten oder ein Feld, wo man was hat wachsen lassen und das selber auch geerntet hat. Und man hat im Prinzip auch vielleicht draußen irgendwie eine Waschschüssel gehabt mit ein bisschen Wasser und hat halt nicht jeden Abend das Vollbad gehabt mit Schaum und, ich weiß nicht, 42 Grad Temperatur, wenn man es dann so heiß mag. Also es gibt eine gewisse Reihe von Annehmlichkeiten, die gegebenenfalls dann erstmal nicht gegeben sind. Wenn man sich aber, wie gesagt, darauf vorbereitet und einfach auch wieder in die Selbstständigkeit kommt, dann muss das auch nicht so dramatisch sein. Also man stirbt nicht, wenn man, wie gesagt, Hafergrütze isst. Aber es ist dann praktisch, wenn man einen Sack Getreide unten im Keller hat und eine Quetsche, damit man sich das zubereiten kann. Das schmeckt vielleicht nicht so grandios, wenn man das eine Woche lang jeden Tag isst, aber das geht. Ja, und wir haben das gemacht. Wir haben also Grundnahrungsmittel im Haus, dass wir auch ein paar Monate hier entspannt durchhalten können. Wir haben eine Wasserversorgung sichergestellt. Das heißt, wir haben Regentonnen am Haus und einen Filter. Wir haben viele Gesellschaftsspiele im Haus. Wir haben lernen wieder das Singen, dass man auch einfach sich irgendwie ein bisschen entspannt, gemütlichen Abend bei einer Kerze und im Zweifelsfall halt, wie gesagt, eine Getreidegrütze vertreiben kann, ohne dass das jetzt ein Drama wird. Also das hat auch ganz viel mit Einstellung zu tun, dass man einfach auch selber wieder sagt, ich bin für mich verantwortlich. Ja, wir haben kein Problem mehr mit Gesundheit. Das haben wir dann zum Glück im Zuge dieses Buches, das ich ja nun geschrieben habe, rausgekriegt, wie das geht. Das heißt, wir waren auch seit 5 Jahren nicht mehr beim Arzt. Ich habe auch entsprechend gar keine Sorge, dass wir krank werden oder dass wir so krank werden, dass wir Unterstützung von außen brauchen. Ich kriege das alleine komplett hier hin. Ich habe auch, wie man ja im Hintergrund sieht, eine umfängliche Bibliothek mir zusammengekauft über Bücher, die mir erklären, wie im Notfall ich dann meine Familie gesund halten kann. Damit bin ich im Prinzip aus den großen Tickets, die gefährlich sind, eigentlich raus. Also ich habe kein Problem mit Nahrung, kein Problem mit Wasser. Ja, bei uns ist warm im Haus. Wir haben genug Wolldecken und Jacken, falls es irgendwie auch mal ein bisschen kühler wird. Und sonst haben wir auch einen Kachelofen und ein bisschen Holz. Und wie gesagt, Gesundheit habe ich auch kein Problem. Damit kann ich auch entspannt in den Winter reingehen, ohne dass ich persönlich jetzt in Panik fallen muss. Okay. Wenn, wie gesagt, irgendwo ein Stöpsel rausfliegt. Und ich habe meine Kinder wieder bei mir. Das ist meine große Sorge gewesen, jetzt auch als Mutter, diese Kinder in ein geschädigendes System abzugeben. Das mache ich nicht mehr. Ich habe sie nach wie vor bei uns zu Hause und wir machen die Gestaltung von dem, was sie lernen sollten, selber. Und das ist auch nicht unbedingt das, was jetzt in der Schule immer nur gemacht wird, sondern wir gucken auch wieder, dass unsere Kinder irgendwie Grundlagen lernen, die man braucht, um überlebensfähig zu sein. Also das ist unsere Antwort darauf gewesen. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen in diesen Modus reinbegibt, dass man, wie gesagt, in die Eigenverantwortung wieder reinkommt, dann ist das alles nicht so bedrohlich.
Interessant ist, dass das ZDF bei einer Verbraucherzentrale oder bei einer Sendung für Verbrauchertipps gezeigt hat, wie man einen Keramikofen baut mit so einem umgestülpten Blumentopf, wo drunter dann Kerzen stehen und dieser Blumentopf die Tonerde dann die Wärme abgibt. Also so nach Motto, wenn es kalt wird im Winter und es gibt keine Heizung, kein Gas, kein Strom, dann muss man ja doch irgendwie gucken. Also offensichtlich fangen viele Leute schon an, uns darauf vorzubereiten, dass so etwas bevorsteht. Vor allem die Gasspeicher haben einen historischen Tiefstand kurz vor dem Winter. Die werden normalerweise über Sommer aufgefüllt. Das ist dieses Jahr nicht passiert. Also spätestens Anfang Januar, Februar oder so könnte es alles knapp werden. Also ich glaube, die Zeichen stehen auf Veränderung. Aber meine letzte Frage an Sie ist, Sie sind jetzt ziemlich gut aufgeräumt. Sie machen einen Eindruck, dass Sie genau wissen, was auf uns zukommt und können das gut handeln. Welchen Tipp würden Sie Menschen mitgeben, die das eben nicht so einfach organisieren können, die jetzt da vor dem großen, ja, wie so, vor so einem großen Monster stehen und bewegungsunfähig werden und denken, oh Gott, jetzt löst sich alles auf, meine ganze Welt, wie ich sie bisher kannte, meine Werteordnung, mein ganzer Wertehorizont, das verschwindet alles. Ist es jetzt Chance oder ist es jetzt große Prüfung, was auf uns zukommt? Was können Sie den Menschen mitgeben für diese jetzt so ja, wahrscheinlich prägende Zeit, die über uns bevorsteht? Also wir standen ja im Prinzip genau an dem Punkt vor 4 Jahren. Also wir haben ja im Prinzip auch über diese Diagnose von unserem Kind dann realisieren müssen, dass das Leben, was wir so geführt hatten vorher, mit beide voll berufstätig und immerzu unterwegs und irgendwie hastig irgendwie schnell nebenbei Nahrungsmittel improvisiert und ansonsten haben wir, wie gesagt, wenig zu Hause gekonnt. Und wir haben uns einfach Stück für Stück durch diese unterschiedlichen Ebenen durchgearbeitet. Und ich würde das auch tatsächlich relativ kleinteilig auseinanderbrechen und nicht sagen, ich muss alles auf einmal gleichzeitig machen, sondern einfach jetzt in so einer kritischen Situation anfangen mit den Sachen, die ich wirklich brauche. Das heißt, im ersten Schritt, das ist das, was jetzt im Winter ansteht, Nahrung, Wasser, Wärme sorgen. Also das sind die 3 Punkte, die ich einfach, also wer sich jetzt wirklich noch gar nicht damit beschäftigt hat, das würde ich als erstes angehen. Sack Getreide unten in den Keller stellen. Wie gesagt, eine Quetsche. Getreide hält, also Hafer hält irgendwie bis zu 5 Jahren. Dinkel hält also bis zu 3 Jahren. Und Weizen auch. Also ein Großgebinde, Sack einmal unter das Bett schieben. Dann ist das was fürs gute Gewissen auch. Also wer Getreide im Haus hat, im Zweifelsfall, ja, und ein bisschen Kräuter im Garten sammeln kann, das gibt's immer, findet man tatsächlich auch das ganze Jahr über, der ist zumindest nicht am Verhungern. Das ist, wie gesagt, nicht die leckerste Nahrung, die man haben muss, aber da hat man, oder wir zumindest, erstmal Ruhe auf der Nahrungsmittelseite. Wie gesagt, Wasser ist noch zu sicherzustellen. Und das in puncto Wärme, so schnell erfriert bei uns hier keiner. Also wir haben hier nicht Sibirien, das ist ja auch so eine Panik, die dann ausbricht, dass die Leute glauben, wenn das Haus nicht 22 Grad warm ist und man den ganzen Tag im T-Shirt da irgendwie vor der Glotze sitzt, auf gut Deutsch, hat man ein Problem. Das ist so nicht. Ja? Also man kann eine Wolljacke anziehen, man kann auch sich eine lange Unterhose drunter anziehen und man kann auch, wenn es ganz kalt ist, eine Mütze auf den Kopf setzen und wenn man vielleicht auch nicht alleine wohnt, setzt man sich mit dem zweiten Mensch im Haus in das kleinste Zimmer und es wird ganz kuschelig warm innerhalb von einer halben Stunde, denn potz blitz, der Mensch selber hat ja auch 37 Grad Körpertemperatur. Also wieder diese ganzen Grundlagen, die unsere Großeltern ja alle konnten, die einfach wieder ein bisschen entspannt sich aneignen oder da zumindest mal einfach hypothetisch im Kopf durchlaufen lassen. Und bei uns war das so. Also wir wohnen in dem Haus, in dem ich groß geworden bin. Und das ist ein altes Haus, das hatte früher einfache Verglasung und wir haben damals früher mit dicken Vorhängen zu 5 im kleinsten Zimmer gesessen, einfach weil das sonst kalt war. Weil wenn man im Winter tatsächlich diese Räume, das sind dann halt auch große Fenster gewesen oder große Fensterflächen, nicht richtig hochgeheizt hat. Ja? Also mehr als 18 Grad hatten wir dann in vielen Räumen nicht. Und wie gesagt, dann hat man sich beholfen, indem man halt gemeinsam da saß. Also das ist jetzt ja nicht schlimm gewesen, das ist ja vielleicht auch ganz nett, man kommt wieder in Kontakt miteinander, ja, es muss ja auch nicht jeder in seinem Zimmer vor seinem iPad sitzen, das sind ja so Verhaltensmechanismen, die wir in den letzten Jahren hochgezogen haben, die im Zweifelsfall für unsere Familiendynamiken oder Freundschaften gar nicht gut sind, ja, dann geht man zu den Nachbarn rüber, irgendeiner hat noch einen Kachelofen, also das sind Sachen, die wir gemacht haben, wir haben ein Netzwerk hier aufgebaut, wir haben lauter Freunde, die auch irgendwie unterschiedliche Qualifikationen haben. Und man kann wieder gemeinsam lachen und dieser vielleicht auch nicht ganz so gemütlichen Situation jetzt im Winter entspannt entgegengucken. Also ich sehe Sie als durchaus lebensmutigen und lebensbejahenden Menschen hier so. Ich hoffe, dass
viele Leute daran ein Beispiel finden, weil ich weiß gar nicht, ob ich hoffen soll, dass jetzt irgendwann ein Crash kommt, weil ich habe das Gefühl, dass der Erkenntnisprozess bei vielen Menschen irgendwie zum Erliegen gekommen ist, und dass die dauerhaft verloren sind für einen größeren Blick. Vielleicht braucht es ja auch diesen großen Crash oder diesen Reset, damit die Leute überhaupt erstmal wieder verstehen, um was es hier eigentlich geht, was für Kräfte hier am Wirken sind und was passiert. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich wollte mich an dieser Stelle jetzt ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns und unseren Zuschauern hier Rede und Auskunft zu stehen. Hier nochmal der Tipp für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Kranke Kinder heißt das Buch und ist in welchem Verlag erschienen? Edition ist es erschienen, aber wie gesagt, der Großteil davon ist auch auf der Webseite. Man kann das da entspannt nachlesen und wenn man abends dann doch die ein oder andere Doku sehen will, ich habe das alles mit da reingetan. Also man kann sich das, wie gesagt, erstmal relativ entspannt angucken. Man muss auch gar nicht so erst das Buch kaufen. Also. Wunderbar. Danke nochmal für den Tipp. Dann Ihnen, Ihrer Familie, alles Gute für die bevorstehende Zeit und ich hoffe, dass Sie nicht allzu sehr mit Wolldecke rumsitzen müssen im Winter. Frau Ich hoffe auch. von Aufschneider, alles Gute. Danke. Bis dann. Alles Tschüss. Gute. Danke. Danke von meiner Seite auch an Sie, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Danke für Ihr Interesse bei Nuviso und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal bei uns wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin und tschüss.